Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 Singleplayer Projekt auf der Standard-Map mit Mods. Eventuell sogar die letzte Folge, weil ich bin ja direkt am überlegen, eine neue Map zu zocken, eine Mod-Map. Ich weiß nur noch nicht welche. Also wenn ihr irgendwie einen Vorschlag habt, schreibt es in die Kommentare. Map sollte halt wie gesagt nicht zu groß sein, nicht zu verwinkelt. Ja, wobei, ja, verwinkelt darf sie schon sein, nur die Felder am besten nicht. So, dass man da auch eventuell gut mit Kursplay spielen kann. Das wäre geil. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Tage keine LS mehr gezockt, deswegen muss ich erstmal gucken, was ich hier gemacht habe. Aber ich glaube, ich war nur am Dreschen bis jetzt. So, der Drescher war gleich voll. Dann können wir den nochmal eben einmal hier abtanken und dann verkaufen wir das ganze Kram. Wo ist Weizen denn? Wo bringt das denn aktuell am meisten Geld? Bei der Bahnstation. Oder Getreidemühle. Wo, was ist denn dicht da dran? Getreidemühle da oben und Bahnstation. Aha. Na, nee, komm. Ich bring das einfach zur Getreidemühle. Das ist hier in der Nähe. So, Tempomat auf 10 oder so. Ich glaube, 10 müsste passen. Oder bin ich zu langsam? Langsam. Hör mal auf 11. Elf ist zu schnell, oder? 11 geht tatsächlich. So, jetzt ist er aber wirklich leer. Ja, vielleicht schließe ich auch demnächst nochmal mein Lenkrad an. Macht natürlich deutlich mehr Bock zu zocken mit Lenkrad. Aber das Einstellen ist halt so eine Sache, bis das alles perfekt funktioniert und bis man die Tasten dann irgendwann auch mal alle drauf hat, wo was ist. Das verstehe ich auch bis heute nicht, warum die KI immer nur 30 oder 35 fährt, warum sie das nie geändert haben. Wenn die KI doch 50 fahren lassen, dann hält die wenigstens nicht so hart immer auf. Naja, aber gut, ist nun mal so. Ja, also wenn ihr Mod- und Map-Vorschläge habt, in die Kommentare damit. Oder ihr schreibt mir das bei Twitter, denn mittlerweile habe ich auch Twitter. Link dazu in der Beschreibung. Dort könnt ihr mir den ganzen Kram natürlich auch schicken. Ne, hätte ich schon rauf müssen? Nee, ne? Nee. Hier vorne war das irgendwo. Na, 11.000 oder 12.000 immerhin. Am liebsten würde ich halt auch auf dem Schwierigkeitsgrad schwer spielen. Allerdings, ja, dauert das Geldverdienen dort halt relativ lange. Und für so ein Let's Play Projekt, wo die Folgen halt nur 15 Minuten lang sind und alle zwei oder zwei Folgen die Woche kommen oder so. Ja, da bringt das nicht viel auf schwer zu stellen. Und vor allen Dingen, ja, ich mache halt relativ viel mit Helfern. Die kosten halt extrem viel Geld. Und da lohnt sich das auf schwer überhaupt nicht. Deswegen auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad.
Hier dauert das Geldverdienen aber auch schon lang genug. Drescher müsste das Feld, glaube ich, fertig schaffen, bevor er wieder abtanken muss. Wie sieht das denn jetzt auf den anderen Feldern aus mit Wachstum? Wenn ich das irgendwo finde, da. So, wir hatten 28 und 20. 20 waren Zuckerrüben. Out und Fern. 28 war theoretisch, nee, ist noch im Wachstum, aber letzte Wachstumsstufe bei Mais. Heißt also, den kann man schon ernten. Ja, Mais ist natürlich, ich habe noch keinen Kursplay drauf, alleine ist natürlich ein bisschen kacke. Der ist noch am Arbeiten, hier schalten wir wieder die Presse ein. Ja, leer wieder hochfahren, damit das nicht so viel Zeit kostet. Ich kann eigentlich auch mal eben gucken. Ich habe ja alle Träger theoretisch hier. Welcher ist denn aktuell mein stärkster? Der hat 145, 150, 100. Na gut, die 5 PS, die werden nichts ausmachen. Kann ich auch mit dem hier weiter pressen. Aber dafür, dass die Presse mit irgendwie, weiß ich nicht, 120 PS oder so angegeben ist. Habe ich die gemietet? Habe ich gemietet, ne? Gut, ist sogar mit 140 PS angegeben. Ja gut, geht ein bisschen bergauf, ne? Und dann haben die halt keine Leistung mehr. Dann reicht das einfach nicht. Und dann schleicht man halt den Berg mit 8 km/h oder so hoch. So, der Drescher ist da gleich fertig. Stell hier mal eben die Presse ab, sammeln die Ballen ein, lass den Helfer hier mit dem Grubber weiterfahren und bring den Drescher dann zum Hof. Ich weiß gar nicht, gibt es mittlerweile auch schon eine Mod mit Gearbox-Add-on? Ich meine, da schon mal was gelesen zu haben. Die könnte ich mir dann theoretisch auch mal installieren.
Den stellen wir da ab. Lassen wir hier den Grubber weiterfahren. Den Scheißen kann man hier auch lassen. Hier ist quasi nichts mehr drauf. Nein, nicht B. 0. Nee, O. Genau. Dann tanken wir nochmal eben ab. Drescher leer, Rohr einfahren und zusammenklappen hier. Zusammenklappen, nicht X. Ach, geht erst, wenn das Rohr eingefahren ist. Ja, und dann mal mit gemütlichen 25 km/h Richtung Hof. Ja, hier habe ich auch noch Maschinen stehen. Stimmt ja, die müsste ich auch noch mal irgendwann zum Hof bringen. Na, wie gesagt, vielleicht beim nächsten Mal schon eine andere Map, denn hat sich das eh erledigt. Ja, Maschinenhalle konnten wir uns auch noch nicht leisten, das heißt erstmal einfach alles hier hinstellen. Der Grubber ist ja auch schon gleich soweit, der hängt hier gleich in einem Ballenwagen fest. So, ich bringe nochmal die Ladung hier weg. Müsste das Gras hier nicht eigentlich verschwinden, weil Fruchtzerstörung an ist? Fruchtzerstörung ist an. Ja, keine Ahnung. Oder gehört mir das schon nicht mehr? Müsste mir eigentlich noch gehören. Naja, egal. LVC wird durch ein Objekt blockiert, ja, das ist der Grubber, der hängt hinterm Ballenwagen fest, aber das ist auch gut so, weil sonst würde das ganze Stroh da wegmachen. Allerdings sollte ich den, na wobei der müsste gleich eigentlich automatisch entlassen werden, wenn er da länger steht, ne, weil das kostet jetzt natürlich Geld. Das ist natürlich nicht so geil. Einmal abladen den Kram hier. Hat nochmal knapp 3000 gebracht. Das heißt, wir haben 15.000 ungefähr mit dem Feld gemacht. Plus das Stroh, was wir gewonnen haben dadurch für die Kühe. Ist das ganz okay. Diese Autos.
So, ich kann ja auch, glaube ich, auch hier fahren, das ist kürzer, ne? Ja, genau, ist kürzer. Oh, nee, das machen wir besser nicht. Was ist da denn für ein Hügel drin? Jo, dann würde ich sagen, fast 17 Minuten die Folge. Ich beende die Folge hier an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit eventuell einer anderen Map oder auch nicht. Mal gucken. Bis dahin, haut rein.